Die Stadt Penza. Penza oder auch Penza liegt in der Oblast Penza, 710 Kilometer südöstlich von Moskau am Fluss Sura in Russland, im Föderationskreis Wolga. Mit rund 1,5 Millionen Einwohnern ist Penza keine große Stadt. Die Stadt unterscheidet sich topografisch stark von vielen anderen umliegenden Städten aufgrund der sanften umgebenden Hügel und dichten Wäldern. Penza wurde im Jahre 1663 als Teil der Befestigung zur Sicherung des Russischen Reiches an der südöstlichen Grenze gegen die Angriffe der Krimtataren gegründet. Die Bedeutung des Wortes Penza ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Es gibt eine Reihe von sich gegenseitig widersprechenden Hypothesen zu einer möglichen Bedeutung des Wortes, angefangen von der Herkunft aus dem Namen eines ehemaligen Bewohners bis zu einer Ableitung aus dem alten Moldawisch. Der malerische Stadtkern mit einladenden Geschäften und Cafés, 2- bis 3-stöckigen schönen Altbauen und einer Fußgängerzone locken Besucher zu langen Spaziergängen. Die Stadt Penza kann als regionales Zentrum für höhere Bildung gesehen werden. Penza hat 6 Universitäten, 13 Fachhochschulen und über 70 öffentliche Schulen. Daneben ist Penza Standort von 3 Theatern, 4 Museen und einigen Kunstgalerien. Dazu hat die Stadt einen kleinen und gemütlichen botanischen Garten, wo man sich nach einer langen Wanderung im Schatten der Bäume entspannen kann.